NC in the place to be. NC. Hi Leute und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin's mal wieder, euer NC. In diesem Video hier zeige ich euch oder zeigen wir euch, wie man einen T5 in Servicestellung bringt. Bin heute hier mit dem Jens dabei, ein ganz guter Freund mittlerweile, würde ich mal sagen. Jo. Grüß dich erstmal. Hi, ja. Grüß dich. So, also wie gesagt hier, VW T5, Baujahr 2005er, das ist ein AXE-Motor, aber ist eigentlich das gleiche Prinzip für alle anderen auch. Ja, Servicestellung, was ist das? Man muss praktisch die ganze Front nach vorne ziehen, damit man halt praktisch am Motor arbeiten kann und solche Sachen. Ne? Ja, man fängt an am besten mit den Rädern, die müssen ab, dann hat man hier praktisch hier den Radlauf. Den muss man hier auch praktisch hier bzw. lösen. Dann hat man hier zwei Schrauben, die die Stoßstange heben. Ich erkläre das jetzt mal von der Seite hier. Bei mir sind es allerdings nur noch zwei Muttern. Also es sind nicht wirklich Schrauben, es sind zwei Muttern. Zwei längliche Schrauben sind natürlich schon dabei. Die werden aber halt hier von zwei Muttern gehalten. Bei mir ist nur noch eine da. Wahrscheinlich ja, haben die sich dabei gedacht, dass es einfach schneller geht fürs nächste Mal. Hier hat man auch noch ein paar Schrauben. Das ist ganz wichtig, dass ihr hier die Blenden abnimmt. Da unten auch am Nebelscheinwerfer gibt es auch Blenden. Oben der Grill muss weg, also das VW-Zeichen da vorne. Der Jens macht gerade, wo rum? Hier, ja, genau. Sag mal, das Radlauf weg, jetzt ist hier deine Mutter. Da oben, wo weg muss. Ja, genau, richtig. Geh da mal rein, ich versuch da mal. Genau da oben. Da oben ist die Mutter. Die muss dann weg und da ist oben gesteckt. Ja, da sieht man es jetzt, da oben. Ich versuche mal ein bisschen zu zoomen. So, da ist eine Mutter und da ist eine lange Schraube zu sehen. Die ist praktisch an der Stoßstange dran. Die zweite ist weg. Warum auch immer, fragt mich nicht. Wie gesagt, ich habe den Wagen selber gebraucht gekauft. Aber ist eigentlich ganz okay. Es kommt uns ja recht, wenn die weg ist, dann ist es ja für uns auch schneller. Dann, ja, wie gesagt, hier die ganze Stoßstange ist dran. Hier kann ich auch mal Licht geben, wenn es geht. Ich habe meins jetzt vergessen anzumachen. Da haben wir auch noch eine, die wird auch sozusagen gehalten. Also die hält die Stoßstange. Hier haben wir noch einen, da unten ist ein Torx. Die ist bei mir dann rund gedreht, die müssen wir bei mir aufbohren. Ich glaube, die war, was ist die hier sogar? Ne, die ist noch ganz, oder? Die ist noch ganz. Irgendwo war eine, ja, ja. Dann haben wir hier unten noch die Schrauben und da stecken wir nachher unsere Gewindestange rein, um die Front nach vorne zu ziehen und zu haltern, dass sie nicht wegfällt. Also vielen Daumen nach oben natürlich auf das Video hier, auch für Jens natürlich, viele Daumen nach oben. Mein Ladeluftkühler sieht nicht so besonders aus, hat schon einiges mitbekommen, mehr sieht man da unten. Das ist hier eigentlich schon zu, also kühlen tut er eigentlich hier nichts mehr. Vielleicht kommt man da noch dazu, dass man da ein bisschen was abkratzt und jetzt etwas frei wird. Eigentlich gehört da ein neuer hin, der ist eigentlich fällig, aber ja, solange noch dicht ist. das war's eigentlich, oder? So. Ja, vorerst mal. Hast du noch was zu sagen? Nee, oben natürlich haben wir noch ein paar Schrauben, wenn du hier mal kurz reinleuchtest. Ich glaube, hier am Schlossträger ist es. Am Schlossträger sind zwei Schrauben, da können wir entweder machst die am Kotflügel weg oder die am Schlossträger selber. Die am Schlossträger sind einfacher, kommst besser hin. Genau, ich pausiere mal und dann tun wir nachher mal weiter aufnehmen. Gell? Wir müssen heute mehr schaffen als Video drehen. Wir sind jetzt ein bisschen vorangekommen. Ja, jetzt gibt es hier noch so ein paar versteckte Schrauben. Der Jens erklärt das nochmal kurz. Ja, das ist eine Schraube, da hebt er unsere Stoßstange. Und zwar ist die von hinten durch den Schlossträger durchgeschraubt, da müsst ihr halt blind die Schraube hier treffen. Und das versuchen wir jetzt. Warte mal, hier sieht man es auch ganz gut. Und hier? Ja, jetzt hast du sie. Genau, dann haben wir hier wahrscheinlich noch mal eine. Ja, da genau das gleiche Stück. So. Da fehlt sie schon. Da fehlt sie schon? Ja. Ideal. Die ist einfacher, da kommt ihr nicht direkt hin, weil die geht bis nach hinten am Schlossträger. Die seht ihr dann nur als hier. Müssen wir hier wahrscheinlich Servo-Tank, den kleinen Servo-Behälter machen wir nachher weg und tun ein bisschen dahinter. Ja. Kühlmittelbehälter machen wir nachher auch weg und spannen den hier hinten ein bisschen, dass er nicht im Weg ist, da können die Schläuche alles dran lassen. Wischwasserstutzen kommt raus und dann Unterdruckschläuche raus, ja. AGR raus wahrscheinlich. Ja. Ansaugbrücke runter. Ansaugbrücke runter. Weg. So, ja. Moment, so. Haben wir irgendwas vergessen? Das sehen wir gleich. Ja. Ach stimmt, da unten sind doch noch die drei. Ja, genau. Genau, also hier unten sind noch die drei. Ihr müsst die Unterbodenabdeckung wegnehmen. Also die Abi ist schon weg. Aber ihr habt dann, ich gehe mal kurz runter für euch. So, da habt ihr noch eine. Kurz fokussieren. So, hier. Auch Torx. 1, 2 und 3. Genau, dann haben wir eigentlich das meiste geschafft. Ich hatte hier noch eine, die war verdreht.
Da haben wir angefangen, den Kopf aufzubohren, weil die war bei mir schon verdreht. Vielleicht seht ihr die, das ist die da. Letztendlich haben wir gesehen, dass die Stoßstange vorne, dass die Klipse schon abgebrochen sind. Das heißt, eigentlich brauche ich nur noch die Stoßstange hochheben. Ich hätte die Schraube eigentlich auch lassen können. Ne? Wenn ihr seht, dass ihr so einen Ladeluftkühler habt wie ich, dann empfehlen wir euch natürlich, den hier zu erneuern, weil der lässt hier natürlich keine Luft mehr durch. Das heißt, da wird nichts mehr gekühlt eigentlich. Ja. Das ist halt auch blöd, weil die Front ist hier komplett offen, wie ihr sehen könnt. Und da kann man vielleicht auch noch so ein Gitter dran machen oder so, dahinter vielleicht noch ein bisschen was verbessern oder so, aber es ist einfach zu arg offen und die ganzen Steine und Kieseln und die gehen alle da durch und das, ja. Gut, fertig? Ja. Machen wir weiter und dann gleich wieder zurück. So, bevor wir vergessen, es gibt hier noch ein paar versteckte Schrauben, bevor man dann sozusagen letztendlich die Stoßstange abnehmen kann. Hier, wie der Jan schon gesagt hat, kann man ganz gut erkennen, wo noch ein paar Schrauben sind, ne? Hier, genau, zeig du mal. Ja, da siehst du hier noch, wie die hier drin noch hängt. So, jetzt ist alles draußen. Die Stoßstange selbst ist eigentlich leichter, als ich gedacht habe. Die ist gar nicht so schwer, aber es ist halt unhandlich, wenn man alleine ist. Der Jens hebt es gerade nämlich hier schon mit dem Fuß, dass die Schraube nicht runterfliegt. Ja, und dass er die Stoßstange natürlich halt nicht verkratzt. Ja, das wäre schade. Und den Stecker nicht vergessen, weil ihr merkt auch gleich. Genau, da unten ist noch einer. Da ist nämlich noch der Stecker. Ich heb's hier mal geschwind. Und der geht nämlich bis hier ganz hoch an einen Scheinwerfer. Der kommt nämlich hier von hier oben vom Hauptscheinwerfer und geht dann hier runter. Kommst du ran? Ja. Den müsst ihr nachher auch da wieder durchfummeln. Da ist schon eine kleine Öffnung. Das Kabel zum Scheinwerfer und unten den Scheinwerfer selbst wahrscheinlich müssen wir auch noch abklemmen. So. Wenn du mich brauchst, sag Bescheid bitte. Also wir bieten euch das Ganze auch natürlich an, beziehungsweise Jens. Wir sind aus dem Raum Herrenberg. Also Richtung Süden, Richtung Tübingen. Stuttgart, Tübingen, Herrenberg. Immer schön im Süden. Ganze hier mal jetzt, geht es vielleicht besser. Guck. So, die Stoßstange ist draußen, soweit geschafft alles. Wir haben hier noch einen Kabelbaum gehabt, der sozusagen für die ganzen Nebelscheinwerfer zuständig ist. Den hat man hier sozusagen unten rausziehen können. War ein bisschen blöd, jetzt das Licht hat gestört, aber es gibt hier extra so eine Stelle, wo ihr besser rankommt. Und zwar hier an der rechten Seite kommt ihr besser ran. Ne? Wenn ihr mal das Kabel durchwursteln müsst, rechts rum, ansonsten, wie gesagt, muss halt das Scheinwerfer ein bisschen hier abgeschraubt werden. Das seht ihr ganz gut. Die zwei Schrauben könnt ihr lösen, dann kriegt das Kabel besser ab. Jetzt haben wir sozusagen den Wagen fast in Servicestellung. Ich gebe mal jetzt an Jens weiter. Ja, genau. Jetzt oben noch die zwei Schrauben wegmachen. Hier. Hier noch an der Seite. Da kommt aber auch, wenn die Stoßstange weg ist, hin. Und dann werden wir unten noch unsere zwei Gewindestangen reinschrauben und dann seht ihr nachher, wie wir das komplette nach vorne rausziehen. Davor machen wir oben noch Servobehälter weg und Kühlmittelbehälter weg, dass uns nichts mehr stört. Also hier, den hier. Seid ihr gleich wieder dabei, wie wir das Ausgleichbehälter weg. Die Feder hier auch? Ja. Die Gasfeder auch abnehmen? Die unten ab und einfach auf die Luftfilterkasten kann man die oben draufstellen. Das okay. Gut. So, wenn ihr Fragen habt, einfach mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Jens oder ich selbst werde es dann beantworten. Soweit wir dazu kommen natürlich. Top Mann, es gibt keinen besseren. So. Ja. So muss ein Ladeluftkühler aussehen natürlich. Also eben nicht. Hier ist gut. Da ist alles kaputt. Ist natürlich jetzt ja fast mehr wie 50% beschädigt, würde ich jetzt mal sagen. Das hier ist der ganze Ladeluftkühler. Das ganze Teil hier. Ne? Hier alles defekt. Gut, also dann, das war jetzt die Schraube, die sozusagen von uns aus, ja, wir wollten sie gerade aufbohren. Wir haben aber dann gemerkt, dass die Stoßstange eigentlich hier nur noch so runterhängt. Ja, also die Stoßstange selbst, die Klipse, die Halterung, die waren schon kaputt, wahrscheinlich weil es die Vorgänger schon irgendwie verdreht hatten. Weil wir waren gerade auf dem Weg dabei, den Kopf abzudrehen, beziehungsweise hier durchzubohren.
haben aber dann gemerkt, dass die Stoßstange eh nun da runterhing. Somit kam uns das recht. Wir haben sie dann natürlich jetzt stecken lassen. Das war uns in dem Fall jetzt auch egal, weil ja, brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. Die Halterung von der Stoßstange selbst ist ja auch defekt. Da brauchen wir jetzt keine neue dran machen oder überhaupt rausnehmen. Kann man eigentlich gleich so lassen, wie es ist. Und ja, notfalls gibt es noch so zwei Komponentenkleber. Aber kann man so lassen, wie es ist. Es sind sowieso viel zu viele Schrauben hier, bis man da hier mal rankommt. Muss man einen halben Tag hier rumschrauben. Ja, typisch halt. Gut, Jens, noch was zu sagen? Hier, seht ihr, könnt ihr euren Stoß und den Motor einfach hier hinklappen. Das funktioniert. Ja. Also, oder alternativ könnt ihr es natürlich auch sichern. Jetzt hebt es halt nur hier und müsst halt aufpassen, dass euch das Ding nicht auf dem Kopf liegt. Aber eigentlich... Das hebt gut. Funktioniert es. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hip oder so, ne? Genau. Gut, wie gesagt, hier abnehmen und dann dort einhängen. Ihr habt ja hier auch so eine Hulde, so eine Mulde. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wie gesagt, später, das genau, jetzt machen wir hier das auf, das haben wir auch schon offen. An der Seite selbst braucht ihr nichts öffnen, eigentlich nur seitlich, links und rechts, die zwei. Genau. Ihr könnt ihr alternativ auch überlegen, ich glaube, das machen wir auch. Macht die vorderen raus, dann müsst ihr hier nachher nichts einstellen. Zeig mal, welche genau. Hier hat es auch zwei, ihr könnt euch helfen, entweder die zwei, wir machen jetzt die zwei. Okay. Späße, dann müsst ihr hier nachher nichts mehr sauber einstellen, dann passt die Einstellung gleich. Das heißt, wir lassen jetzt die hier drin. Die haben, dahinter so komische Fassungen, gell? Genau. Also hinterm Blech sind genau. So Halterungen. Ja, da passiert nichts, die Halterung, aber die fallen nicht, wenn die abreißt, die fallen nicht runter. Aber wir machen die hier weg, dann habt ihr hier nachher gleich wieder Anschlag. Und dann passt es. Das stört uns ja nicht, ob der Halter hier weg ist oder hier. Den lassen wir einfach hier dran. Ja, danke. Ja. Dann pausiere ich jetzt wieder. Durch. Ja, also Leute, viel Arbeit. Kurz zusammengefasst, am besten fangt ihr wirklich an mit den Rädern. Dann, so, Kamera kurz ausgerutscht, wie gesagt, fangt an mit den Rädern am besten. Abnehmen, Radlauf abnehmen, oben die Muttern, die praktisch hier versteckt sind. Das sind ja dann zwei Stück, einmal hier unten, einmal da oben. In dem Fall, also in meinem Fall war es ja nur eine. Dann geht es hier unten weiter für euch, Unterbodenabdeckung raus, alles andere habe ich euch auch schon im Video gezeigt. Hier bei den Steckern, die müssen auch abgenommen werden, das sind die Stecker für die Hupe zum Beispiel und solche Sachen. Hier habt ihr nochmal was, ne? Die müsst ihr auch lösen hier, dann seht ihr praktisch schon nachher, dass dann die ganze Front nach vorne gezogen wird. Und genau, die Schrauben oben, der Kühlergrill selbst, der war ein bisschen hartnäckig, also der war wirklich schwer abzunehmen. Da ging schwer raus, das ist schon ein richtiges Einrastsystem, so ein Klicksystem, da müsst ihr dann am besten vielleicht doch zu zweit ziehen. Da wo das VW-Logo ist, da müsst ihr aufpassen, in der Mitte, wenn ihr dann zu arg an eine Seite rauszieht, kann es sein, dass es unterm VW-Logo vielleicht ja, das Kunststoff ein bisschen reißt. Ist nichts Schlimmes, bei mir war es eh schon leicht gerissen, also nicht von uns, sondern vom Vorgänger. Dann habt ihr, wie gesagt, hier noch ein paar Schrauben. Ich habe dann praktisch hier auch nochmal so ein Plastikteil vom Kühlergrill. Ihr müsst es echt wirklich erstmal entfernen alles. Ne? Und hier Kühlmittelausgleichsbehälter auch rausnehmen, falls ihr dann mal an die Schrauben rankommen wollt, also, beziehungsweise damit ihr besser rankommen könnt. Da vorne auch hier an dem Behälter von der Hydraulikflüssigkeit, die muss auch raus, beziehungsweise alles nach hinten schieben. Und dann kann man die ganze Front nach vorne schieben. Der Jens, der zeigt euch dann nachher ganz genau, wo die ganzen... ja, da gibt es ja so eine Spezialhalterung. Wie heißt das nochmal? Die zwei Laufschrauben? Nee. Für was unten? Ja, genau, zeig mal. Ihr könnt es eigentlich selber machen. Dann nehmt einfach einen Rundstahl und macht eine Gewinde rein. Stecken wir nachher hier durch, anstelle der Schrauben. Ah ja, jetzt sieht man es ganz gut. Und könnt es dann alles dann quasi vorschieben. Alternativ funktioniert einfach eine Gewindestange. Ja. Wenn ihr keine Drehbank daheim habt oder das euch drehen wollt. Und da läuft dann praktisch hier drauf? Genau. Und dann fällt euch der ganze Schlossträger nicht runter. Da haben wir hier eins und zwei und das Ganze auf beiden Seiten und dann flutscht die Sache. Achso, das sind zwei dann. Das ist dann die Menge, die wir nach vorne kriegen. Sagen wir die 10 cm und damit müssen wir dann leben. Also wie gesagt, 10 cm, ne? Nicht gerade viel. Eventuell könnte auch mehr, wenn jetzt gerade die Schläuche oder so länger wären, ne? Ja.
Ja, da habt ihr hier dann praktisch Probleme, weil das nächste, was dann halt kommt, sind so Schläuche wie von der Klimaanlage zum Beispiel oder solche Sachen, die sind da hier schon festgelegt worden, die sind schon verformt, beziehungsweise die sind schon, die haben ihre eigene Form, die könnt ihr nicht so viel rausziehen. Ja, so mega viel Spiel habt ihr nicht. Ja. Den Schläuchen wird es halten nachher. Ja. Gut. Ich zeige euch nochmal geschwind vorne an der, hier am Kühlergrill selbst. Müsst ihr aufpassen. Genau hier in dem Spalt geht das ziemlich schwer raus. So, hier. Ich will da jetzt nicht so viel verkratzen. Ich drehe euch das Ganze mal um, damit ihr das sehen könnt. Warum und wieso das alles hier so schwer geht. Hier habt ihr praktisch so Nasen. Seht ihr die? So. 1, 2, 3. Die sind alle eingerastet. Und genau hier vorne, die zwei, die waren sehr schwer rauszukriegen. Also hier, so wie es aussieht, sind die Clips schon ab. Hier ist noch einer dran, ihr könnt es ja sehen hier. So ein bisschen ran zu zoomen. Ja, hier hat man praktisch noch diesen Widerhaken, sage ich jetzt mal. Kann man gut erkennen, an der Seite nicht mehr. Deswegen, da wo es keine mehr dran hat, ging natürlich auch dann leichter raus. Da war es natürlich dann leicht rauszuziehen. Aber der hier zum Beispiel, der ist vollkommen noch da. Deswegen ging es hier wahrscheinlich auch schwerer. Ne? Also sind die zwei Widerhaken da von der Nase, beziehungsweise hier von den ganzen Klicksystemen, Halterungen und so weiter und so fort. Hier an der Seite auch noch, so sieht man es jetzt eigentlich auch ganz gut. So, also ich gebe hier mein Bestes beim Aufnehmen. Es ist natürlich alles ein bisschen schwer mit den dunklen Hintergrund, da ist es manchmal nicht so ganz toll für die Kamera, das alles zu fokussieren. Manchmal wird es unscharf, aber kann man gut sehen. Ne? Wenn die zwei Nasen hier ab sind, dann geht es natürlich alles leichter raus. In dem Fall war es bei uns hier sehr schwer. Und ihr müsst da wirklich aufpassen, nicht mit zu viel Gewalt, sonst bricht ihr das alles hier ab und das wäre schade drum. So, hier sieht man es ganz gut. Da habe ich so einen minimalen Riss drin. Aber wie gesagt, der war eh schon da drauf. Und für mich nichts Schlimmes, kann passieren, muss aber nicht. Jetzt in dem Fall, wo ihr wisst, wie es gut rausgeht, könnt ihr das jetzt vermeiden. Wie gesagt, immer schon aufpassen, am besten immer versuchen zu zweit da rauszuziehen, weil es geht wirklich schwer. Jens, hast du noch was zu sagen oder machen wir jetzt mal weiter und dann schauen wir uns nach kurz nochmal an, wie das aussieht, wenn es ein bisschen vorgezogen ist. Aber das war es eigentlich schon. Ne? Also mehr gibt es eigentlich nicht zu tun. Servicestellung ist jetzt eigentlich schon fast beendet. Und danach könnt ihr was auch immer am euren Motor rummachen. Da kommt ihr auch besser ran an zum Beispiel an der Ansaugbrücke, am Ladeluftkühler, an eure Schallenwerfer, falls ihr die mal wechseln wollt. Das muss wirklich alles raus. Das ist eigentlich wirklich traurig, dass man so viel erstmal abnehmen muss, wenn man irgendwas wechseln will. Da kann man nicht einfach so geschwind einen Scheinwerfer wechseln wie beim Passat oder so. Das könnt ihr vergessen. Okay, aber naja, so, weiter geht's. Also wir haben den Wagen jetzt mittlerweile in Servicestellung gebracht. Ihr seht rechts, da haben wir noch so viel Abstand praktisch. Also da könnten wir jetzt nochmal ca. 8 cm ziehen. Hier ist es vollkommen am Anschlag, kann man sehen. Also auch noch nicht ganz. So, sorry. Aber es reicht. Was noch wichtig zu erwähnen wäre, das haben wir nämlich vorhin vergessen, die zwei Schrauben hier. Also hier steckt noch eine und hier. Ne? An den Stoßfänger, wie nennt man das Teil? Was sagst du, Jens? Schlossträger. Und dann haben wir hier nochmal eine und da nochmal eine, ja? 13er, glaube ich, ja. Genau. Und erst, wenn ihr die dann draußen habt, könnt ihr dann sozusagen hier das Ganze so ein bisschen rausziehen. Ja. Sieht man, ja? Gut. Lasst einfach eine Schraube drin, dann schraubt ihr eure Stangen rein und dann macht ihr die letzte raus, nicht, dass es irgendwie runterfällt oder so. Im Normalfall passiert nichts, aber... Einfach die letzte Schraube raus, nachdem die zwei Führungsstangen drin sind. Genau. Und hier müsst ihr auch aufpassen, weil wenn ihr die reinschraubt, dann kann es sein, dass das Gewinde bzw. die Schraube selbst noch hier oben ran drückt. Also die muss schön durchs Loch geführt werden. Ja? Ihr könnt ja auch hier ein bisschen einfetten, aber ist eigentlich nicht nötig. Und dann rutscht das Ganze auch besser. Wie gesagt, wir haben es nicht ganz raus. Also wir könnten hier noch mal ein bisschen rausfahren, aber ihr müsst aufpassen wegen euren Schläuchen und so weiter, weil die sind angespannt. Also nicht zu viel ziehen, weil sonst reißt ihr da irgendwas weg. Hier haben wir noch, oder der Jens hat hier noch so einen Stutzen hingebaut aus Holz. Ja, ja. Sonst rutscht uns das Ganze immer wieder hindrehen und so haben wir noch ein bisschen. So, kurz fokussieren, jetzt ist scharf, ja. Richtig. So, und jetzt können wir endlich hier
an unseren Motoren machen. Wir wollen hier die PDE-Brücke einbauen. Dazu gibt es mehr. In dem anderen Video werde ich euch einen Link natürlich reinposten. Also Jens, der hilft da auch gerne. Ist wie gesagt ein sehr, sehr guter Freund, sehr hilfsbereiter Mensch. Und kann ich nur empfehlen, also er kennt sein Handwerk, gell? Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, einfach reinschreiben in die Kommentare. Ja, das war meine Schuld, Licht ausgesteckt. Hier kommt natürlich noch der Ladeluftkühler raus. Der ist natürlich auch dementsprechend defekt, wird auch erneuert. Und ansonsten könnt ihr noch andere Arbeiten besser durchführen. Jetzt wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Tandempumpe, die könnt ihr jetzt auch hier natürlich viel leichter rausnehmen, falls ihr die auch mal abdichten müsst. Das könnt ihr aber auch so machen, da müsst ihr nicht jetzt irgendwie den Wagen zur Bestellung bringen. Die ganzen Schrauben da unten, falls ihr dann mal am Motor ran müsst, ja, ist halt echt wie, wirklich viel Arbeit. Also ihr seid da wirklich mindestens 2 bis 3 Stunden nur am Schrauben, bis ihr dann mal was machen könnt. Hier seht ihr jetzt auch, wenn wir gerade dran sind, euren Ölfilter. Könnt ihr hier raus. Hier ist diese Gateskupplung für eure Lichtmaschine. Diese Gummimuffe, was hier gibt, mit dem Freilauf. Sind die so locker, ja? Ja, da habe ich mal ein Video gesehen, da war die komplett abgeschlürft. Da gab es von dem ganzen Riemen nur noch die Hälfte. Wo ihr also mal wisst, wo das ganze Zeug hängt und wie man da so toll rankommt. Ja, ja. So viel auch zum Thema hier, Generator, Lichtmaschine. Also ihr seht, auch ohne Servicestellung. Keine Chance. Keine Chance. Okay Jens, das war's dann, oder? Erstmal? Ja, jetzt machen wir eine Runde weiter. Jetzt geht's weiter zur PDE-Brücke. Ich würde sagen, alles andere könnt ihr auf dem nächsten Video sehen. Und ich bedanke mich hier schon mal auch, wie gesagt, nochmal an Jens ganz besonders und natürlich an Simon persönlich, der nämlich diese PDE-Brücke hier entwickelt hat, beziehungsweise konstruiert hat oder erfunden hat, kann man so sagen, oder? Ja. Und okay, Leute, also dann von uns, Peace, wie immer, und habt eine schöne Zeit. Einfach reinschreiben und wir hören uns dann, gell? Bis dann, ciao. NC in the place to be, NC.